sollte dieses Wochenende mit den Kindern kennen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Sieht so aus. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Stromausfall wäre interessant. Ich glaube, ich nehme lieber den Stromausfall. Ich will ja eigentlich keinen verletzen. Ich hoffe, wir kommen da nur schnell genug raus. Scheiße. Was ist hier los? Draußen brennt er. Stimmt die Sicherung. Taschenlampe. Da ist sie. Die sind da drüben. Ist ja kein Schimmer von Elektrizität. Ich fasse sie sich ja unbeständig an. Und legen wir den Schalter um. Wenn das nicht hilft, dann gucken wir die Wahl. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Welche Richtung? Ach da. Oh. Ganz schön spannend. Ganz schön spannend. Hast du ihn? Cool. Ey, meine Pumpe geht aber auch so ein bisschen, ne? Schnell, rein hier! Fahre von den Docks weg. Ach du Scheiße. Ach so. Ja, dann kriege ich wohl hin. Müssen die... Achso. Wir haben keinen verletzt. Sie haben es nicht bemerkt. Das ist doch eine gute Wahl gewesen. Eine Wagenladung! Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Wir. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Danke. Ich kam nach Jericho, weil... Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als Sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Marcus! Marcus! Also die Mundbewegung sah ja jetzt gerade ein bisschen strange aus.
Ja. Oh, da gab es doch gar nicht viele Möglichkeiten. Da hätte viel mehr passieren können. Das sind garantiert die Dinger, wo man hätte angreifen müssen. 6. November 2038. 20:17 Uhr am Eden Club. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Bitte nicht kotzen. Aber ist ja schon vom Vorteil, dass Connor fahren konnte, ne? Dann fällt das nicht so auf. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh, Mann. Schnucki. Na, wie wär's mit uns beiden? Connor! Was zur Hölle machst du da? Komm, Lieutenant. Happy Hour. Sie entziehen mir doch nicht die Lizenz. Ich meine, ich hatte echt nicht damit zu tun. Gerade erst an, Sir. Ich kann Ihnen noch nichts sagen. Hey, Hank! Hey, Ben, wie läuft's denn so? Es ist das Zimmer. Oh, übrigens... Gavin ist auch da. Oh, toll. Ein Toter und ein Arschloch. Genau das, was ich brauche. Na, Halleluja. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der... mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht's hier doch nach Alk. Nacht, Lieutenant. Ich mag den Typen nicht. Ist so ein Arsch. Das ist ekelhaft. Ich muss gleich nochmal kotzen. Ja, guck weg. Blaues Blut. Aus der Nase rausgekommen. Schwer beschädigt. Biokomponente auch schwer beschädigt. Herzstillstand. Kein Anzeichen eines Herzanfalls. Herzanfall nicht Todesursache. Verstorben. Michael Graham, Größe 1,88, Gewicht 87,3 Kilo, geschätzter Todeszeitpunkt 18.24 Uhr. Was haben wir denn noch? So, das ist der äußerste Winkel. Ach da. Schwere Blutergüsse, Würgemale, Todesursache ersticken. Ja, die ist aggressiv geworden. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals.
Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Wir übersehen irgendetwas. Kannst du den Speicher des Androiden auslesen? Vielleicht siehst du, was passiert ist. Ich kann's versuchen. Im Führerschein steht Michael Graham. Kreditkarte und auch Bargeld. Foto mit Nein, Foto mit Ehefrau und zwei Kindern. Oh, hören wir gleich hoffentlich. Reaktivierte. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. So einfach. Sie ist verängstigt. Ich werde dir ein paar Fragen stellen. Kannst du sprechen? Ist er tot? Hast du ihn getötet? Nein! Nein, ich war das nicht! Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Woran erinnerst du dich noch? Schnell, wir haben keine Zeit mehr. Ich weiß es nicht mehr. Was heißt Warst das? Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Scheiße! Aber eigentlich müsste man das ja sehen können. Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein, Connor findet ihn. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Kannten Sie das Opfer? Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal. Steht zwar mit dem Rücken dahin, aber... Ich meine, diese Typen reden nicht gerade viel, wissen Sie. Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder. Gab es hier schon mal Ärger mit den Androiden? Nein. Gut, einmal. Vor zwei bis drei Monaten war einer weg. Gleiches Modell. Einfach weg. Wir wissen nicht, was passiert ist. Was sagst du denn? Ja, je mehr ich über Menschen weiß, desto mehr mag ich meinen Hund. So. Dieser Clubmanager ist echt eine Nervensäge. Hat mir Ewigkeiten das Ohr abgekaut wegen seiner Lizenz. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Wir glauben, es war noch einer mit dem Zimmer. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Ach so. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Ja, ja. Hallo, da
30 Minuten kosten 29,99. Bitte bestätigen Sie den Kauf. Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Kauf bestätigt. Edenklar wünscht Ihnen eine angenehme Zeit. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Viel Spaß. Oh, Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da? Ich darf nicht loslassen. Okay, jetzt schon. Ey, das war doch die, die in der Ecke tanzt. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Hey, ich hab sie doch schon mit dir jetzt machen? Sagen Sie ihr höflich ab! Probieren wir den hier. Eine blauhaarige. Also den schon mal nicht nochmal. Ich habe die Spur verloren. Du hast die Spur verloren. Was jetzt? Kann ich hier nur andere? Scheiße. Ging zurück in den Club. In die Richtung. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Die hier. Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Sorry, dass ich gerade nicht so viel rede. Aber das ist echt spannend. Warte mal, die ist doch hier da. Da. Ist in den roten Raum. Wir müssen hinterher. Hello. Willst du dich mit mir verbinden? Huch. Mensch. Verbinden. Ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Hi. Na, wie wär's mit uns beiden?
nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Dann muss es einer von denen sein. Da. In dem blauen Raum. Mein Gott, ich mag die Farben, ja? Nee, die steht da einfach jetzt so seelenruhig irgendwo in ihrem Fach. Was? Ah, die Zeit läuft trotzdem noch. Oh, sagt das doch einer. Die hätten sie ja auch mal öfter einblenden können. Oh, na ganz toll. Der war in einem Raum. Nein. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Lauf! In einem anderen Raum versteckt. Das war der da, ne? Das Zimmer verlassen. Ja, ganz toll. Jetzt müssen wir noch einen finden, der ihn gesehen hat. Ich raste aus. Ah, da war was. Mitarbeitereingang. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie. Scheiße, Mann. Das ist doch Wahnsinn. Schnell, die Zeit. Warte. Ich übernehme das jetzt. Okay. Hank für seinen Auftritt. Rechts. Oh. Läuft die Zeit immer noch? Scheiße! Wir sind zu spät! So, durchsuche das Lager. Lasst uns lesen. Nein, das blätter ich jetzt nur einmal durch, weil ich könnte noch Pause machen. Verdammt, schau sie dir an! Man benutzt sie, bis sie kaputt sind und dann sind sie Müll. Ja, ich will ja auch weiter. Ich beeil mich hier. Ich hoffe, ich habe euch jetzt alles gezeigt. Und jetzt suchen wir weiter. Warte mal. Oh, die sieht ja aus wie Norse. Norse. Na? Dann wissen wir ja, was Norse war. Keine Bewegung! Nein, nein. Wir müssen Hank retten. Na? Was? So schnell kann ich nicht. Was? Ach du Scheiße. Lass Hank in Ruhe. Ich hab das doch gemacht.
Connor? Schnell, sie entwischen uns! Warum? Ich hab den Knopf doch gedrückt. Ey, Leute. Scheiße. Sehr viel. Was? Connor, Connor, Connor. Warum hast du sie umgebracht? Weil ich euch sonst nicht gekriegt hätte? Sie hatte nichts mit der Sache zu tun. Als dieser Mann die Tracy tötete, wusste ich, ich bin die Nächste. Ich hatte Angst. Ich flehte ihn an, doch er hörte nicht. Also legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ja, ich habe ihn umgebracht. Aber ich habe mich dabei nur verteidigt. Ich wollte doch nur leben. Ich wollte zurück zu meiner Geliebten und die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß, ihre schmutzigen Wörter. Aber du hast sie mir weggenommen. Ich liebe sie. Ich habe sie geliebt. Das zieht echt große Runden. Die Frage wäre jetzt gewesen, wenn wir den Abweichler verschont hätten, der wäre bestimmt dann abgehauen. Wann wird Connor wohl zum Abweichler, so viel wie er erlebt? Wird wohl nicht mehr lange dauern.